Good evening, this is Womanadex, we don't want to die in hospital. Frauen und Eisprung, wir wollen nicht im Krankenhaus sterben. Bonsoir, Monsieur, Dames, c'est des femmes et des oeufs, on ne veut pas mourir à l'hôpital. Ich werde von einem angeblichen Rechtsanwalt aus Solingen-Gräfrath verklagt. Er hat eine Beratungsleistung nicht erbracht, die Beratungsleistung war ungenügend. Und informiere ich mich deshalb über die Themen Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung. Ich lese dazu das Vorsorgehandbuch der Stiftung Warentest und ich bin angekommen im Teil Vorsorgevollmacht auf den Seiten 32 und 33. Davor ging es um den Beschluss 1904 des bürgerlichen Gesetzbuches. Im Kapitel, das muss in einer Vorsorgevollmacht stehen. Ich bin jetzt angekommen bei einer Frage. Die Frage wird in 1, 2, 3... in mehreren Absätzen beantwortet. Da gibt es am Anfang das Betreuungsgericht und die Schweigepflicht, die fett gedruckt worden sind. Danach gibt es eine Überschrift, freiheitsentziehende und beschränkende Maßnahmen. Dann kommen in sich Geschäfte und Geltung der Vollmacht über den Tod hinaus. Und es gibt zwei Blöcke, gut zu wissen und einen Tipp. So, jetzt zur Frage, die auf der Seite 32 formuliert ist. Reicht die Patientenverfügung nicht aus, um Regelungen für schwerwiegende Entscheidungen zu treffen? Die Patientenverfügung dient der direkten Kommunikation zwischen Patient und Arzt. Mit der Vollmacht schaffen Sie die Möglichkeit, dass eine dritte Person ihre Rechte gegenüber Ärzten vertreten kann. So, diese Möglichkeit wird geschaffen, man liefert sich aber auch dieser Person aus. Deshalb, Jungen und Mädchen aus Höchscheid, lasst die Finger von Vollmachten. Ich will das nicht und ihr wollt das ganz sicher auch nicht. Gut. Ich fange mal an zu lesen. Liegt keine Patientenverfügung vor oder ist unklar, ob die beschriebenen Sachverhalte auf die konkrete Situation zutreffen, muss der Bevollmächtigte den mutmaßlichen Willen des Patienten ermitteln. So wie ich das Gesetz verstanden habe, muss der mutmaßliche Wille immer ermittelt werden in einem Gespräch zwischen dem Betreuer. Ich kann aber nochmal nachgucken. Ich empfehle jedem, in so ein BGB zu gucken. Ich schlage es gerade mal auf. Das geht los. Bei Titel 2 rechtliche Betreuung, Beschluss 1896, Voraussetzungen, Bestellung einer natürlichen Person, Überpflicht, mehrere Betreuer, Betreuung durch Vereine oder Behörden, Umfang der Betreuung, Pflichten des Betreuers ist Beschluss 1901 und 1901a ist Patientenverfügung. Ich würde mir auf jeden Fall 1901 durchlesen. Bis 1904 und dann mich langsam nach vorne arbeiten. So. Was in dem Buch hier steht, ist eine Sache. Im Zweifelsfall muss man halt wirklich ins bürgerliche Gesetzbuch gucken. Hierbei kann die Patientenverfügung ebenfalls helfen, finde ich schon als Satz daneben.
Ich finde an der Stelle, wenn es eine gute Patientenverfügung ist, so wie ich das gesehen habe, hilft die auf jeden Fall. Ich habe dazu angefangen, Fragen zu beantworten, die hier hinten im Buch stehen. Das wird Teil meiner Patientenverfügung sein, damit über meinen mutmaßlichen Willen auch geredet werden kann. Wenn ich keine Angaben mache, ist das schwierig. So. Wichtig ist darüber hinaus, dass der Vollmächtigte die Wertvorstellung des Vollmachtgebers kennt. Daraus kann er den vermutlichen Willen ableiten. Entscheidungen über lebensbedrohliche Behandlungen oder den Abbruch lebenserhaltender Maßnahmen kann der Bevollmächtigte in diesem Fall jedoch nicht alleine treffen. Er benötigt die Zustimmung des Betreuungsgerichts. Das Gericht prüft, ob die vom Bevollmächtigten vorgeschlagenen Maßnahmen tatsächlich dem Patientenwillen entsprechen. Dieses Verfahren sichert Bevollmächtigte in unklaren Situationen rechtlich ab. Das ist, glaube ich, Beschluss 1904, den habe ich in der letzten Folge vorgelesen. Eine Genehmigung des Betreuungsgerichts ist nicht notwendig, wenn Ärzte solche lebensbedrohlichen Behandlungen oder lebenserhaltenden Maßnahmen nicht mehr für sinnvoll oder erfolgversprechend halten und daher gar nicht erst anbieten. Wie dies in der Praxis von Ärzten und Gerichten tatsächlich gehandhabt wird, ist individuell verschieden. Also im Zweifelsfall dazu äußern, damit die wissen, was sie zu tun haben. Damit der Bevollmächtigte, ich würde das auch in der Patientenverfügung tun, die Patientenverfügung gehört dann wahrscheinlich zum Innenverhältnis. Damit der Bevollmächtigte in Gesundheitsangelegenheiten handeln kann, sollten Ärzte ihm gegenüber von ihrer Schweigepflicht befreit werden. Außerdem sollte der Bevollmächtigte das Recht haben, Ärzte auch gegenüber anderen Personen von der Schweigepflicht zu entbinden. Freiheitsentziehende und beschränkende Maßnahmen. Also ich lese nochmal den letzten, ich bin gerade in Gedanken abgedriftet. Damit der Bevollmächtigte in Gesundheitsangelegenheiten handeln kann, sollten Ärzte ihm gegenüber von ihrer Schweigepflicht befreit werden. Außerdem sollte der Bevollmächtigte das Recht haben, Ärzte auch gegenüber anderen Personen von der Schweigepflicht zu entbinden. Freiheitsentziehende und beschränkende Maßnahmen. Selbst bei einer guten Betreuung kann es Situationen geben, in denen zum Beispiel aufgrund einer schweren Demenz Gefahr für den Betroffenen oder seine Umgebung besteht. Damit ist im Einzelfall notwendig, ihn in seiner Bewegungsfreiheit zu beschränken. So. Selbst bei einer
guten Betreuung kann es Situationen geben, in denen zum Beispiel aufgrund einer schweren Demenz Gefahr für den Betroffenen oder seine Umgebung besteht. Dann ist es im Einzelfall notwendig, ihn in seiner Bewegungsfreiheit zu beschränken. Hierzu gehört nicht nur die Unterbringung in einer sogenannten geschlossenen Station. Vielen Menschen ist nicht bewusst, dass auch Maßnahmen wie die Gabe von stärkeren Beruhigungsmitteln, das Abschließen der Zimmertür oder das Anbringen eines Bettgitters dazu zählen. Die Freiheit wird ebenfalls eingeschränkt. Wenn jemand mit einem Bauchgurt oder Stecktisch am Rollstuhl fixiert wird, wenn jemand mit einem Bauchgurt oder Stecktisch am Rollstuhl fixiert wird, damit er nicht unkontrolliert aufstehen kann. Okay. Ich kenne mich damit nicht so aus. Die Freiheit eines Menschen hat im deutschen Recht einen großen Stellenwert. Entsprechend hoch sind die Hürden, um diese Freiheit einzuschränken oder gar zu entziehen. Sofern der Betroffene nicht selbst zustimmt oder zustimmen kann, ist für freiheitsentziehende Maßnahmen in Einrichtungen, beispielsweise einem Altenheim, die Zustimmung des Amtsgerichts notwendig. Das unterstreiche ich mir mal. Sofern soll der Bevollmächtigte über freiheitsentziehende Maßnahmen entscheiden dürfen, muss das ausdrücklich in der Vorsorgevollmacht mit Bezug auf Beschluss 1906 des BGB festgehalten sein. Okay, dann muss ich mir den auch noch ansehen. Ich habe hier ein BGB da. Andernfalls richtet das Gericht eine gesetzliche Betreuung ein. Doch auch wenn der Bevollmächtigte befugt ist, entsprechende Entscheidungen zu treffen, muss das Gericht sie noch genehmigen. Gut zu wissen. Verbindlich geregelt ist die Zustimmung des Gerichts bei freiheitsbeschränkenden Maßnahmen in Einrichtungen. Doch auch im häuslichen Bereich ist sie notwendig, etwa wenn ein Pflegedienst damit beauftragt werden soll, einen Pflegebedürftigen im Rollstuhl zu fixieren. So, hier kommt noch ein Gesetz, deshalb höre ich jetzt auf bei In-sich-Geschäften. Und guck in der nächsten Folge ins BGB Beschluss 1906. Bis später.